Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu Pokémon Ultrasonne. Ich bin da gerade ganz hinten in der Vegetationshöhle. Ihr seht mich ganz klein da, hier. Wir haben jetzt ein Part, die erste Prüfung auf Melimeli abgeschlossen. Und auch die einzige, die es hier gibt. Heute treffen wir uns mit Elima, der uns noch etwas zeigen wollte. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Elima. Auf den Inseln der Alola-Region wirst du immer mal wieder auf eine Barriere stoßen. Man bezeichnet sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Ist man mit einem starken Trainer unterwegs, darf man sie auch ohne weiteres passieren. Aber wer gerade auf Inselwanderschaft ist, muss erst die entsprechende Prüfung meistern, bevor er schließlich durch die Barriere darf. Hast du alles verstanden? Dann sieh zu und erstaune die Zauberkräfte von Captain Elima. Hat er wirklich gerade geschnippt? Wow. Der Typ hat gerade einfach nur den Weg geöffnet. Wow. Voila. Und schon ist seine Welt ein bisschen größer geworden. Hier auf Melimeli bin ich der einzige Captain. Sprich, hier gibt es noch eine Prüfung. Nur eine Prüfung. Du solltest dem Inselkönig Hala Bescheid sagen, dass du die Prüfung hier gemeistert hast. Hallo Kukui. Sensei. Ah, oh, Gebirges. Elimas Gesicht nachzuurteilen, hast du deine erste Prüfung wohl bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's, ich erkläre dir in meiner schönsten Säusestimme die Z-Kraft. Wähle zunächst einen Z-Kristall in deiner Z-Kristall-Tasche aus. Wende diesen Z-Kristall als nächstes auf ein passendes Pokémon an. Der ausgewählte Z-Kristall zeigt Wirkung, wenn ein Pokémon Attacken desselben Typ hat. Gibst du einem Pokémon einen Z-Kristall zum Tragen, kann es im Kampf die Z-Kraft einsetzen. Die Z-Kristalle werden übrigens nicht verbraucht, du kannst sie beliebig oft einsetzen. Praktisch. Schau mir gut zu. Das werden wir tun. Ein Fukano. Bedrohung? Kein Bedroher. Oh. Kampf. Wenn du eine normale Attacke eines Pokémon, das ein Normium Z auswählst, kannst du die Z-Attacke auswählen. Seh zu und staune. Hyper-Sprintangriff. Schaut so böse. Jahaha. Es sieht immer noch so extrem albern aus irgendwo. Schade. Ich hatte gehofft, die haben es mittlerweile ein bisschen besser animiert. Aber gut, es wäre zu viel des Guten gewesen. Puh. Durch die Z-Kraft überträgt der Trainer seine Gefühle und Gedanken auf sein Pokémon. Und das lockt ganz schön aus. Deswegen kann man sie nur einmal pro Kampf einsetzen. Mehr geht einfach nicht. Es sei denn, du hast einen... Spoiler. Es gibt eine Methode, mehrfach einzusetzen, aber das ist irgendwo ziemlich doof. Ist es alles, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Professor? Oh Schreck, das hätte ich ja beinahe vergessen. Ich habe Lilly auf Route 3 aus den Augen verloren. Würdest du die bitte für mich suchen gehen, Gebirges? Ich werde auch nachsehen, wo sie vielleicht hinspaziert sein könnte. Richtig, wir sollten uns aufteilen und nachher suchen. Route 3 ist nicht da unten, Elima. Route 3 ist da oben. Wo versteckt sich Lilly? Werf mir einen Blick auf die Karte. Oder auf deine Augen. Zwei Sachen hatten wir schon mal. Fehlt noch ein blaues. Was war's? EP-Bong? Preisgeld-Bong. Oh, das will ich sogar verwenden wollen. Mit dem Preisbegriff hörst du nach dem Kampf mehr Preisgeld. Funktioniert das mit goldenen Zeiten zusammen? Das wäre praktisch. Sehr, sehr praktisch. Gut. So, erstmal haben wir unsere Pokémon. Und dann holen wir uns schon mal ein Pokémon aus unserer Box, was wir auf alle Fälle mitnehmen wollen. Was ich auf alle Fälle mitnehmen möchte. Und zwar ein Pokémon, was wir im letzten Part gefangen haben, und zwar Abby.
Abby hat Schwebe durch. Und es hat ein robustes Wesen, daher nicht schlecht. Gut, wir schicken dafür Sabri und auch das Fukano Ida auf die Box. Die haben jetzt nicht allzu viel gemacht. Fokusband ist immer noch da, hat uns geholfen, letzten Part. Flinklau ist noch da. Die werde ich aber, glaube ich, abgeben an Reginald. Und Abby wird hoffentlich ziemlich gut reinhauen können. Wenn wir ihr denn eine passende Attacke beibringen können. Und da braucht es ein bisschen Unterstützung von unseren anderen Pokémon. Und zwar wieder Hall. Es kann sogar Durchbruch lernen. Interessant. Vielleicht soll ich mal alle meinen Pokémon irgendwo wieder Hall beibringen. Zusammen sind wir stark und so, ne? Kennt ihr. Start. Kreideschrei. Statt Tackle. Tackle brauchen wir nicht. Der Angriffswert ist jetzt nicht so gut, dass das Tackle irgendwo Schaden machen würde. Aber man weiß ja nie. Und Rob lernt auch nochmal wieder Heil. Wie gesagt, das kann sehr, sehr stark werden. Und es ist allemal besser als Heuler. Fund lasse ich extra drauf. Denn Fund könnte uns nochmal helfen, ja? Wenn wir mal Pokémon gegenüberstehen, was irgendwo doch ein bisschen mehr physisch angreift. Oder mehr physische, bisschen weniger physische Verteidigung hat als spezielle. Dann ist er schon mal ein bisschen hilfreich. So, Reginald hat die Flinklaue. Wir werden aber, Moment. Abby auf jeden Fall trainieren wollen. Abby, kommst du mit auf diese Reise? Hey du da, du kommst doch aus Alola, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz zuhören? Klar. Vielen Dank, ich rechne es dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl wir uns gar nicht kennen. Also mein Schnucke und ich verbringen gerade unsere Flitterwochen hier in Alola. Aber seit wir auf der Suche nach Bären einem Kampfbox begegnet sind, hatten wir noch Augen für dieses Pokémon. Bitteschön, Eintrag? Eintrag. So, im Streit um ihre geliebten Bären liefern sie sich erbitternde Kämpfe. Ja. Eine Belohnung? 3000. Danke für deine Hilfe, Trainer. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Krabbox. Ich könnte doch einfach eins tauschen. Hi, Tali. Wow, du hast Illimas Prüfung bestanden. Reife Leistung. Dann versuche ich mich auch mal mit meinem Dream Team dran. Ha, Dream Team. Das ist ein schönes Spiel. Wenn ich morgens aufwache, liegt immer mein Koriogel auf meinem Bauch und schläft. Ah. So ganz schön krallen, ey. Hallo. Hey, Duda, du bist ein Pokémon-Trainer. Hast du schon einen Habitat gefangen? Wenn ja, würdest du es gegen meine Restadero tauschen? Hab keins. Verstehe. Wenn du es dir anders überlegst, sag Bescheid. Restadero war auch nicht schlecht. Aber wir werden ganz schnell mal kurz vorne im Gras einmal durchlaufen. Ein Encounter angehen. Ich finde interessant, dass FM Absorber hat. Ah, ein Habitat. Nee, ich fang's jetzt nicht, weil ein drittes Flug-Pokémon im Team zu haben, wäre schon ein bisschen übertrieben eigentlich. Bedenken wir mal, unser Rivale, also Tali, hat ein Fable für die Pichu-Pikachu-Raichu-Reihe. Das wäre nicht so pralle. So, ein weiterer Wiederhall und das Habitat ist hinüber. Ich muss sagen, Wiederhall ist ja ähnlich, also eigentlich genauso wie Walzer. Nur halt ist der Multiplikator anders aufgebaut. Also der Multiplikator von der Attacke, wenn man die Attacke häufiger hintereinander einsetzt. Aber alles im Allen? Doch ziemlich stark. Hallo. Als ich auf einen sich bewegenden Schatten trat, stürzte sich auf einmal Vogel-Pokémon auf mich. Ein Glück, dass es so süß war. Süß? Wer? Was bist du denn? Oh, ein Habitat. Habitat und süß. Komm hier aus. Ich habe nichts gegen Habitat. Aber die können ziemlich nerven. Wiederhall.
Heuler. Für dieses werde ich dann eventuell sogar 4 Wiederhalt brauchen. Das heißt, ich hoffe, ich komme mit Abby durch. War das andere auf Level 8 und es hat 3 Stück gebraucht. Aber genauestens wäre dies hier gerade nur Heuler spammt. FM sieht vom Design einfach so mega geil aus. Es sieht so gut aus. Ich will es besitzen. Und ich mag Fledermäuse. Fledermäuse sind süß. Vor allem, wenn die so große Augen haben. Ja. Kleine Abby. Verfolgung. Aua. Wow. Das hat ein bisschen sehr, sehr viel Schaden, mein Freund. Aua. Kein Level Up. Ey, du Witzker. Heide Witzka. Laufen wir unten lang. Was steht da eigentlich auf dem Schild? Nimm dich vor den Pokémon in der Luft in Acht. Ich habe eine Idee. Wo haben wir hin die Rotom-Bonks? Da haben wir sie. Einsetzen. Auf. Geht das? Steht zu Diensten. Zip. Deine Erfahrungspunkte halten jetzt im Kampf mehr Erfahrungspunkte. Yay. Dein Pokémon hat mehr Erfahrungspunkte. Jedes Pokémon hat unterschiedliche Fähigkeiten. Sie zu kennen ist der Schlüssel zum Sieg. Ja, kommt hin. Thorsten. Ich kann verstehen, dass man diese... Ich nenne sie jetzt einfach mal, was es eigentlich ist, ja. O-Kräfte verwendet. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Die sind zwar stark an sich, aber man kann sie dennoch gut verwenden. Was man nicht machen sollte, EP-Teiler und das Ding. Das ist nämlich ein bisschen zu viel des Guten. Und das Ding ist schnell. Aber es ist nicht effektiv, weil wir ein Drache sind. Und wir machen gar keinen Schaden. Weil wir kein Pokémon des Typs sind. Reginald. Ich glaube, es wäre ein Auftrag für dich. Hau das Entomer bitte um. Denn ich möchte gerne sehen, wie Abby so ein super tolles Level-Up hat. Reginald. Walzer. Oh, das Entomer die ganze Zeit mit Aquaknarre. Ah, oh, richtig ekelhaft. Wenn wir Glück haben, aktiviert sich noch die Flinkklaue. Sodass wir einmal vielleicht noch Entern zuvorkommen. Bevor es uns hier vernichtet. Uiuiuiui. Meine Herren. Ah, das ist doch nicht wahr. Dieses Anton ist ein Spammer. Das Ding spammt Aquaknarre. Du Sack. Na gut, bekämpfen wir Feuer mit Feuer. Oder Wasser mit Wasser. Aber so richtig. Widerhall. Das beim wirklich Aquaknarre. Hast du irgendwo ein Wahlglas drauf oder war das los? Rob, vernichte es. Ich glaube, das Ding hat wirklich ein Wahlglas drauf. Wahnsinn. Das macht er wirklich nur noch Aquaknarre. Und... Rob reicht Level 14. Das hat eine Menge Erfahrungspunkte gegeben, meine Güte. Und versucht Wasserdüse zu lernen. Eine Priorität Wasserattacke. Die genauso stark ist wie Aquaknarre. Von daher. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wir verlieren zwar 2 Werte wegen speziell. Ne, speziell physisch Unterschied. Aber. Pillepalle. Level 9 und Level 10 für Abby. Sehr schön. Ich konnte die Fähigkeiten nicht zu meinem Vorteil nutzen. Entons Fähigkeiten. Ich glaube, Wolke 7 ist dabei. Dass da keine Wettereffekte entstehen. Wir werden auf jeden Fall heilen gehen. Oh, ja. Aber Rotom unten ist eine Leiste. Ich glaube, es ist eine Zeitleiste, wie lange wir noch den Effekt haben, richtig? Oh, oh. Ich habe Bären gesehen. Ich glaube, im Spiel bei mir ist es mittlerweile nach Mitternacht.
Im echten Leben haben wir gerade mal noch 23 Uhr. Das heißt, alle Bären-Spots sind resettet. Das heißt, wir können uns theoretisch wieder einen Krabox fangen. Wenn wir Glück haben. Oder einfach die Bären hier vorne einfach schnabulieren. Oder dieses wilde Pokémon antreffen, was uns im Weg steht. Sauerei, du. Ein Farbigel. Ha. Farbigel geben gar nicht mal so wenig Erfahrungspunkte. Kreideschrei. Ach, als ob. Hör auf zu rufen, Farbigel. Oh mein Gott. Das ist ein Witz, oder? Okay, machen wir nochmal. Es ist schon das eine schneller als wir. Und krass. Ha. Farbigel, da kann man gute Erfahrungspunkte farmen, würde ich sagen. Hey, hier ist noch ein physischer Angriff, wie Durchbruch, was es theoretisch lernen kann. Könnte ich den Dingern auch richtig guten Schaden zufügen. Oder aber, wir machen Widerhall. Und zwar so lange, bis wir sie beide so ziemlich mit Einschlag rausnehmen können. Hier kann man gut eigentlich sehen, wie viel Schaden Widerhall so machen kann. Während unsere Verteidigung auf 0 sinkt. Oder gegen 0. So, Widerhall. Der erste waren knapp 25%. Nein, nicht mal. Der zweite hat so viel Schaden gemacht. Der dritte, den machen wir auf was andere. Jetzt könnte das schon rausnehmen komplett. Na, nicht ganz, zur Hälfte. So, du bist weg. Das linke, das neue, das war schon wesentlich robuster. Wahnsinn eigentlich. Und Widerhall. Auf Wiedersehen, Farbigel. Du bist langsam und hältst viel weniger aus als dein Kollege da drüben. Jedoch kann dein Angriff vielleicht höher sein. Level 11 für Abby. Versucht Windstoß zu lernen. Ja, dankeschön. Ich würde sagen, sagen wir mal auf Wiedersehen Kreideschrei an der Stelle. Windstoß ist eine super Step-Attacke für das Ding. Gerade zu Beginn. Gerade gegen Kampftypen, die vielleicht aufkommen sollten. Hä? Eine Sinebeere, die ist lustig. Eine Sinebeere, die ist schön. Und eine Yonago-Beere. Und eine Yonago-Beere. Ach, doof. Gut, gehen wir weiter. Kann sein, dass der Part heute ein bisschen länger wird. Gerade dieser hier. Weil wir diese ganze Route entlang gehen werden in einem Part. Und ich kann euch versprechen, das könnte ein bisschen länger dauern. Aufgrund von Encounter. Oh, ein Mankey. Hey, ein Mankey. Ich frage mich bloß, wer dagegen super gerade was Tolles machen könnte. Hä? Abby vielleicht? Energiefokus? Oh oh. Erhöht seine kritische Trefferchance. Und lebt auf jeden Fall noch eine weitere Windschussattacke. Karateschlag ist nicht effektiv, aber ein Crit. Genau 50% des Lebens weg. Boah. Okay. Die Typen sind gemein. Bring mal einen Pick raus. Pick! Hau das Ding mal bitte zu Brei. Dankeschön. Das macht Energiefokus, ehrlich jetzt. Oh. Noch ein Mankey. Ein Mankey. Zwei Mankey. Das zweite ist ja jetzt wesentlich schwächer. Verfolgung. Oh. Das ist ein Crit. Bye, Mankey. Level 14 für Pick. Ja, und ich glaube, ich werde diese Erfahrungspunkte-Bonds nicht mehr verwenden. Die sind echt. Alter, wirklich jetzt? Echt krass stark. Okay, das schafft Abby mit zwei Windstößen locker.
Das andere nicht. Das war gerade so nicht im Bereich von zwei Windstößen. Aber dieses hier sollten wir locker schaffen können. Ja. Selbst mit Silberblick sollten wir dann doch einen Crit überleben? Nee. Sollte nicht passieren, Crit, oder? Nee. Da wir sowieso schneller sind. Sehr schön. Auf Wiedersehen, Mankey. Hallo, Level 12. Nanu, Pick entwickelt sich. Yay! So früh? Krass. Glückwunsch, dein Pick wurde zu einem Trompeck. Ein Trompick. Ein Tromborg. Oh. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag Pepek viel, viel lieber vom Design her. Indem es seine Schnabelspitze verformt, kann es mehr als 100 verschiedene Rufe ausstoßen. Nö. Das sieht so mega doof aus, das hier. Duckface intensifies. Lebt Pick denn wieder? Nee, Pick ist immer noch besiegt. Besiegt und weiterentwickelt. Es entwickelt sich wirklich auf Level 14. Ich frage mich, wann es die erste Attacke lernt, die halt Wertelink irgendwas bringt. Ein Heilball. Tja. Oh mein Gott. Encounter gerate, please. Ah, ein Wommel. Ich weiß genau, wer der richtige Ansprechpartner dafür ist. Abby. Windstoß. Oh, wir werden auf jeden Fall heilen gehen. Wieso wird Abby von einem Wommel outspeedet? Oh, Junge. Komm schon. Absorber für einen Schaden. Ja, geil. Vierfache Resistenz, mein Freund. Und ein weiteres Wommel. Natürlich. Vorteil von Windstoß. Trifft nur einen? Moment, trifft nur einen? Wirklich? Da trifft mehrere. Dann hat nur einen. Okay, bye Wommel. Feenbrise, oh. Au. 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 Scheiß drauf. Sag dir Scheiß drauf. Dankeschön. Aua, die machen echt Schaden, die Dinger. Sind zum einen schneller als mein Dingens? Die Wirkung der roten Kraft ist abgeklungen. Möchtest du ihn erneut erwähnen? Nee. Rotem Kraft. OP, OP. Ich wünschte, ich hätte ein Fahrrad. Dann wäre ich viel, viel schneller. Diese Dinger sind teilweise echt merkwürdig. Also manchmal sind die viel schneller wirkenden Pokémon viel langsamer. Und manchmal sind die langsam wirkenden Pokémon viel, viel schneller. Da kann man wohl nichts machen, wie? Na komm. Route 3 will ich aber noch unbedingt schaffen gerade, ja. Es ist keine lange Route, wirklich nicht. Also zumindest der obere Teil bis dahin, wo wir zu Lilly kommen, war. Trotzdem, also es ist echt krank, in was für Kämpfe man da verwickelt wird. So. Ich hätte natürlich auch oben lang gehen können, ne? Aber hier unten ist doch interessanter, denn hier unten sind Trainerkämpfe. Hallo. Wusstest du, dass nicht nur Pokémon-Typen zugeordnet werden können, sondern auch Attacken? Ja. In mehr als nur einer Hinsicht. Cassie. Mit einem Waumboll. Pflanze
Fee. Ich wünsche, ich hätte einen Giftstich. Megasauger. 3 Schaden. Ui. Das Ding ist auch schneller als Abby. Wieso? Wieso seid ihr alle schneller als Abby? Das ist eine Sauerei. Und zack. Und ein drittes Mal sollte dann reichen. Könnte ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Ein bisschen wertvolle Erfahrungspunkte. Aber ist keine übertriebenen zusätzlichen Erfahrungspunkte, einfach nur normale Erfahrungspunkte. Mein Typ, Verlierer. Ist ja gut. Meine Herren. Meine Dame, beruhigen Sie sich. So, hier oben war ein Item. Wenn man die als solch Schlagattack. Jawohl. Das bekommt auf jeden Fall, auf jeden... knapp. Das gebe ich auf alle Fälle. Nicht Pick. Nein, nein, nein. Das bekommt von mir Abby. Und das Nomium Z hingegen bekommt Pick. Und Rob auch. Komm, bitteschön. Da wir gar nichts haben, können sie beide es tragen. Gut. Zum Mele Mele Blumenmeer, dem Tanzparadies für Koryogel. Da wollen wir hin. Kennt eins deiner Pokémon eine Attacke, mit der KP aufgefüllt werden? Es gäbe zum Beispiel Ruheort. Bezwinge sämtliche Trainer auf Route 3, wenn ich ein Interesse geweckt habe. Oh, Ruheort bekommen von dem Typen. Ist ja nice. Hey, Kukui. Lili ist kein Trainer und kann eigentlich gar nicht sonderlich weit gekommen sein. Geile Art und Weise zu sagen, sie ist nicht hier. Hallo. Wenn ich dich und deine Pokémon so auf Reisen sehe, geht einem alten Züchter wie mir das Herz auf. Ich danke euch. Hier, das ist für dich. Eine Sanftglocke. Gibst du einem Pokémon die Sanftglocke zu tragen, wird es noch zutraulicher werden. Ihre helle Klangfarbe ist so beruhigend. Ja, so beruhigend, dass alle Pokémon es lieben. Oh ja, alle. Vor allem die, die sich durch Freundschaften entwickeln. Gut, wir sind hier allerdings schon am Mele Mele Blumenmeer. Ich sag, wir gehen noch rein. Und dann bin ich ein Part. Dementsprechend, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben zwar nur bis zur Route 3 geschafft und zum Blumenmeer, aber wir haben ein bisschen was trainiert. So was Team geschaut, alle sind Level 12 und höher. Und... wir machen mit Abby guten Fortschritt. Einen guten, guten Fortschritt. Wir müssen natürlich noch ein bisschen hochziehen. Aber ich denke mal, es könnte durchaus passieren, dass es stärker wird. Ja, die Werte sind nicht der Bringer. Es ist in allen Belangen schlechter, bis auf Initiative. Als zum Beispiel Reginald auf demselben Level. Wirklich in allen. Aber es kann sich eh noch entwickeln. Aber man muss doch sagen, Reginald ist ziemlich, ziemlich stark. Für sein Level. Ja, sehr, sehr stark sogar. Gut. Aber Leute. Ich bin raus. Ich danke fürs Zuschauen. Und ich sage, wie immer, bis dahin. Ciao, ciao.